So, let's go, Leute. Korrupte Intervention auf der linken Seite. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal hier ein paar Gens machen. Wir wollen den Sprintboost. Ein Jäger des Kartoffelschellzirkels hat ehrfürchtig den Saal betreten. Harpy, du absolute Legende. Harty, wie geht's dir denn? Ui. So, ich glaube, der Gen hier oben ist safe. Eigentlich mag ich nicht, mit dem Gen anzufangen. Aber ich will auch nicht zu viel Zeit verschwenden, deswegen. Let's go. Ich kann nicht gegen Chucky. Mrs. Dooley, bei Chucky ist es grundsätzlich erstmal von Vorteil, wenn ihr sowas habt wie Sprintboost oder sowas, ne? Toshi! Juhu! Du absolute Legende. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Warum ist sowas von Vorteil? Sprintboost? Naja, wenn der Killer hat seine Fähigkeit verwendet und keinen Herzschlag hat. Dann ist es absolut gut und essentiell sogar. Geiselhaken, maybe? Nee. What the fuck? Das war jetzt zum Beispiel nicht so cool. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da habe ich nicht nach hinten geschaut. Das war nicht so cool. Ich hätte hier entlang loopen müssen. Das war mein Fehler. Ihr solltet solche Four-Walls verwenden, eher um dann in den Hit zu dodgen und rein zu kommen. Ne? Das ist halt so die andere Sache. Der ist nicht so das Ding. Zur Info, er hat schlechtes Internet. Er hat 3 Sekunden gedauert, bis er zum Hook gegangen ist. Oh, sehr übel. 2 Gens, der dritte ist schon in der Mache. Und am 4. wird auch gearbeitet. Wo ist der 4. Leute? Wo wird gearbeitet? Da hinten. Ganz da hinten. Okay, super nice. Starkes Ding. Schöner Chase hier von Lay. Lay zieht den Killer hier zur Shack. Ich glaube, mein Gen im Main Building wurde auch fertig gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Killer hier auf den Tunnel gehen, was absolut smart wäre. Lidlos Katze, wie geht's dir denn? Schönen guten Morgen, mir geht's hervorragend. Und dir, Dizzle? Auch einen schönen guten Morgen. Ihr geilen Zirkelianer, es geht phänomenös. Medkit verwendet hierfür, absolut strong. So, wir gehen für den Unhook. Nee, gehen wir nicht. Wir gehen zu Sarahs Gen. Sarah wird den Unhook machen. Nee. Sie nicht. Dann hauen wir hier eine Bestärkung raus. Aber das hier wird ein bisschen böse jetzt an der Stelle. Der Killer wollte jetzt Druck aufbauen am Haken. Hat er nicht gemacht.
Das heißt, wir können auf jeden Fall losziehen, den ersten Anruf machen, den zweiten machen wir nicht. Der Killer wird direkt zurückkommen. Okay. Wir machen keine Heilung an der Stelle. Wir wollen den Killer absolut unter Druck setzen. Und hier ist irgendwo ein Gen. Das ist der Generator, an dem wird gearbeitet fleißig. Insta-Heal von Mrs. Dooley. Das ist sehr gut. Wenn der Killer kommt, blocken wir für Mrs. Dooley, dass Mrs. Dooley voll geheilt ist und der Insta-Heal nicht äußert ist, so wie bei mir. Ich bin müde und mein Finger schmerzt, aber geht so weit und selbst mir geht's phänomenös. Ich danke. Muchas gracias. So, wenn unser Sprintboost auf 99 ist, lassen wir den Gen los. Und gehen rüber. Zu dem Generator hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Stark. So, da haben wir jetzt einen Block rausgehauen. Das heißt, wir geben Sarah nochmal genug Zeit, um den letzten Gen fertig zu machen. Killer overcommitted hier ein klein wenig auf den Chase. Das ist verdammt gut für uns. Ich glaube, das ist sogar der Check-Gen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das war der Mid-Gen. Okay, dann gehen wir auf jeden... Nee, es war der hintere Generator. Holy schmoly. Schöne Plays, Leute. Holy fuck, was ist hier los? Aber seht ihr, das ist das, was ich meine. Der Killer hat 4 Hooks. Er hat sicherlich nicht schlecht gespielt. Aber es war halt das Teamplay am Ende des Tages. So, wir wollen hier keinen Hit nehmen. Sarah ist schon am Gen dran. Am Exit Gate. So. Killer hooked instant. Wir müssen mal schauen, ob er Blutwächter hat. Kein Blutwächter. Und wir warten auf unseren Sprintboost. Ein Jäger des Kartoffelschellzirkels hat ehrfürchtig den Saal betreten. Bauen Anhub von der anderen Seite. Sehr gut. Der tat. Boom! Holy schwoly! Phänomenös, Leute. Wie krank gut war das denn? Aber das ist halt Teamplay, Leute. Ganz genau, das ist eben Teamplay. Selbst wenn ich mal so einen Chase verkacke oder jemand anderes, spielt's keine Rolle. Wir sind dann füreinander da. Barbecue hat der Pop Goes the Weasel brutale Stärke gehobt, Intervention. Hat er verdammt gut gespielt, der Killer, Leute. Mega gut gespielt. Schön. Super. Leroy, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ein wunderschöner guten Morgen.
Und Nadine, selber guten Morgen. Wie geht's dir, Nadine? So, unus sekundus. Ich würde fast schon sagen, wir machen hier direkt wieder auch eine YouTube-Runde draus. Hat er das erste Mal einen guten Chase gegen den Chucky? Dieser Kill ist ehrlich die Hölle eigentlich. Ja, Lay, also wenn ein Chucky weiß, was ein Chucky tut, dann tut's richtig weh. Aber ich habe hier auch strukturelle Fehler gemacht. Ganz enorm. So. Das hier so. Ein Jäger des Kartoffelschellzirkels hat ehrfürchtig den Saal betreten.